Die drei Diamanten im Kühlergrill stehen für Mitsubishi Motors. Und vor der Kamera heute der Mitsubishi Space Star in der Intro Plus Edition. Und was an dem jetzt Neues ist, wie er innen ausschaut, wie er sich fährt und ob es eine Kaufempfehlung gibt, das erfahrt ihr heute, wenn ihr dranbleibt bei Ubi Tested. Viel Spaß! Mit der Einführung dieses Facelifts zum Mitsubishi Space Star hat der Kleinstwagen sein süßes, biederes Image abgestriffen und reiht sich in die aktuelle Markenpolitik bei Mitsubishi perfekt ein, denn man hat eben den Dynamic Shield Grill hier tatsächlich implementiert, sodass nun auch der Space Star den Anschluss zu seinen großen Brüdern Eclipse Cross oder aber dem Outlander etwa perfekt findet. Den findet er auch mit den technologischen Fortschritten. So bekommen wir tatsächlich jetzt auch für einen Kleinstwagen einmalig Voll-LED-Scheinwerfer ab Werk, allerdings nur in der größten Ausstattungsvariante. Bei der Größe muss man sagen, da ist er ja immer noch sehr, sehr kompakt geblieben. Mit 3,85 Meter Außenlänge ist der Kleinstwagen gerade hier für diese Innenstadt wie Amsterdam, die so oder so Parkplatzprobleme en masse kennt oder enge Gassen, optimal. Es gibt ihn übrigens nur als Fünftürer. Für meine Begriffe äußerst praktisch. Kleine Türen sorgen auch dafür, dass man nicht nur Personen hineinbekommt, sondern so wie ich auch gerne seine Jacke auf der Rücksitzbank platzieren kann. Am Heck gibt es jetzt für weitere dynamische Stilelemente einen Heckspoiler, den er jetzt vielleicht aufgrund der Power jetzt nicht unbedingt benötigen würde. Dennoch gibt es hier so ein paar Power-Elemente, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar hier schön ausgearbeitet, die Rückstrahler, hat so ein bisschen Motorsportcharakter und wer mal ein bisschen in die Autowelt hineinschaut, der könnte vielleicht da BMW M-Modelle erkennen. Lassen wir das einfach mal so daneben. Aber ich finde interessanter, was ihr darüber denkt. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare und dann schauen wir mal, wie sich hier die Platzverhältnisse so ändern. Hinter der Heckklappe des Mitsubishi Space Star verbirgt sich ein durchaus praktischer Kofferraum, 209 Liter Stauraumvolumen bis 912 Liter im Gesamten, wenn wir die im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbare Rücksitzbank umlegen. Ja, was bedeutet das tatsächlich in der Praxis? Ein Kinderwagen passt nicht rein, ein paar Reisetaschen passen rein, Biertragel passen rein. Ich glaube, für so eine Single Mom ist das doch völlig ausreichend, oder? Der Türausschnitt des Mitsubishi Space Star im Fond ist sehr, sehr großzügig. Da kommen dann durchaus etwas fettere Kerle wie meine Wenigkeit auch hier locker rein. Mit 1,78 und einer ordentlichen Wampe kann ich es mir sogar tatsächlich hier auf der Rücksitzbank angenehm machen. Meine Knie stoßen natürlich schon so ein bisschen an das Sitzpolster an. Das ist ganz klar, da ist nicht mehr viel mit Luft. Aber die Füße passen ganz bequem da unten rein. Das heißt also, man kann sich so ein bisschen reinflezen, das geht. Die Kopffreiheit ist mehr als ausreichend. Für die Single Mom, die ich jetzt eben gerade erwähnt habe, gibt es auch für die Kinder im Fond Isofix-Verankerungen an den Positionen außen. Witzigerweise ist der offiziell als 5 Sitzer zugelassen. Ich wüsste zwar nicht, wie hier 5 Personen sitzen, aber es gibt ja auch sehr, sehr schlanke, attraktive Damen. Da könnt ihr 3 damit nehmen. Das hat durchaus seinen Vorteil. Allerdings sollten es keine Influencer sein, denn USB-Anschlüsse gibt es hier hinten nicht. Haltegriffe für dynamische Fahrweise auch nicht. Dafür aber einen kleinen neckischen Kleiderhaken für das kleine Schwarze. Ich habe mich mal auf den Fahrersitz im Mitsubishi Space Star jetzt bewegt. Ich sitze hier übrigens auf einem durchaus bequemen Gestühl. Das muss ich ganz klar sagen. Der Sitz bietet zwar jetzt nicht sonderlich viel Seitenhalt, hat aber eine straffe Polsterung und man fühlt sich eher so ein bisschen, ja, ein bisschen couchartig. Also gefällt mir ganz gut. Dann haben wir hier ein 3-Speichen-Lederlenkrad in der Intro Plus Edition mit Multifunktionstasten zur Bedienung vom Bordcomputer oder aber dem Tempomaten, den wir hier verbaut haben. Serienmäßig gibt es auch einen Regen- und Lichtsensor.
Das Kombi-Instrument ist analog, das heißt, da gibt es einfach nur ein einfaches digitales Display, monochrom wohlgemerkt, dann links den Drehzahlmesser, in der Mitte den Tachometer und rechts die Warnlampen. Dann haben wir die kleine zentrale Mittelkonsole, hier in der Intro Plus Version, übrigens mit einem 6 Zoll Android Auto, Apple CarPlay kompatiblen System. DAB Plus Tuner ist auch verbaut für klare Musik. Dann haben wir hier die manuelle Klimaanlage, es gibt auch keine Klimaautomatik für den Space Star. Die ist aber ganz ordentlich, das fühlt sich auch alles hier sehr, sehr gut an. Dann haben wir hier noch zusätzlich Sitzheizung, die zweistufig für Fahrer und Beifahrer einstellbar ist. Dann haben wir einen USB-Anschluss, Start-Stopp ist hier deaktivierbar, ein kleines Ablagefach, dann zwei Becherhalter. Dann kommen wir hier in die Mittelkonsole zum Schalthebel. Hier ist das CVT-Getriebe verbaut, deswegen haben wir hier den Automatikhebel, eine manuelle Handbremse haben wir hier noch. Und was die Materialien angeht, ja klar, das sind robuste Materialien. Wir bewegen uns aber auch in einer 10.000 bis 15.000 Euro Fahrklasse. Und dafür ist das Ganze doch ganz ordentlich gemacht. Das ist ordentlich zusammengesetzt worden. Ein bisschen Material, Farbunterschiede gibt es hier, wenn man sich den Deckel anschaut, zum Beifahrer-Airbag. Das könnte den einen oder anderen vielleicht etwas verwundern, aber vielleicht auch nicht zu sehr stören. Es gibt noch ein sehr großes Handschuhfach, da passt dann auch jede Menge Make-up rein, denn Make-up-Spiegel gibt es allerdings hier nicht. Das dürfte die Damen vielleicht ein wenig ärgern. Mich ärgert hier drinnen ehrlich gesagt nichts und deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt los. Den Mitsubishi Space Star gibt es mit zwei Motoren, jeweils 3-Zylinder Benziner mit 1 Liter oder 1,2 Liter Hubraum. 71 PS oder 80 PS. Den großen 80 PS Motor könnt ihr wahlweise an ein stufenloses Automatikgetriebe koppeln lassen. Das ist bei mir hier verbaut. Die anderen Getriebe sind jeweils 5-Gang-Handschaltungen. Der Motor läuft angenehm ruhig, für einen Dreizylinder typisch, ein bisschen schnarrend, hat auch ein paar Vibrationen so im Stand, aber nicht wirklich weiter schlimm. Die Leistung ist völlig ausreichend mit 80 PS. Ich denke, der 71 PS macht da auch kein Deut schlechter das Ganze. Hat natürlich ein bisschen weniger Drehmoment aufgrund des Hubraumverlustes. Das stufenlose Automatikgetriebe passt ganz gut eigentlich zu diesem kleinen Flo hier. Wer jetzt ein stufenloses Automatikgetriebe nimmt, der muss ein bisschen sensibleren Gasfuß für meine Begriffe haben, denn trete ich das Gaspedal durch, wird die Drehzahl nach oben hin angepasst auf ungefähr 5.500 Umdrehungen und wird dort konstant gehalten. Der Motor klingt, als ob er gegeißelt wird. Ja, geht man dann vom Gas runter, fällt die Drehzahl abrupt ab und dann ist auf einmal wieder Ruhe im Karton. Wer jemand digital fährt, also 0 oder 1 nur kennt, der hat natürlich akustisch hier richtig, richtig Musik unter der Haube. Für alle anderen, die das Ganze sachte angehen und in der Stadt rumfahren, ist das Ganze sehr komfortabel. Witzigerweise spricht das Ganze auch nicht zu sehr auf den Verbrauch an. Der lag bei mir bei 6,4 Litern und das bei viel Kurzstrecke, viel Gerumm und Numgeparke und laufendem Motor für die Film- und Fotoaufnahmen. Also ein sehr, sehr ordentlicher Wert, der vermutlich sogar unter die 6-Liter-Marke zu drücken ist. Beim Komfort hat das Fahrwerk auch die Oberhand, ganz klar. Das Fahrwerk hat lange Federwege, ist gut gedämpft. Die Windgeräusche sind normalerweise angenehm gering. Hier herrscht allerdings starker Sturm, deswegen hört man das Ganze. Die Abrollgeräusche sind etwas erhöht, sind aber auch im Rahmen, sodass man sich jetzt nicht unbedingt belästigt fühlt. Ja, wir sind angekommen im windigen Amsterdam zum Ende des Reviews mit dem Mitsubishi Space Star. Ich muss sagen, für knapp über 10.000 Euro geht's los. Aktuell gibt es sogar eine Intro-Version mit Klimaanlage, Audiosystem, Zentralverriegelung für 9.780 Euro. Legt ihr dann noch mal ein bisschen was drauf, bekommt ihr die Intro Plus für 13.600 Euro aktuell, wie er hier steht. Ihr habt dann eine Klimaanlage drin, ihr habt moderne Konnektivität mit Android Auto und Apple CarPlay, ein Navigationssystem, 6 Zoll Display, Sitzheizung und allem, was ihr sonst für den normalen Alltag benötigt. Ich persönlich habe Spaß gehabt mit dem Mitsubishi, würde euch aber ganz klar ans Herz legen,
nimmt den Handschalter, der ist deutlich flotter unterwegs, verbraucht einen Tick weniger und ihr spart euch auch noch ein bisschen Geld. Jetzt habe ich aber wirklich genug geredet, bevor es mich hier komplett wegweht. Vielen lieben Dank an den Daniel von dem Driveblog. Da findet ihr tatsächlich auch den Wagen komplett im Fahrbericht. Und bei dem auf alle Fälle mal vorbeischauen und bei mir Kanal nicht vergessen zu abonnieren, zu liken und unten jetzt bitte drunter schreiben, was ihr zum Mitsubishi Space Star denkt. Ich gehe jetzt lieber, bevor es mich wegweht. Tschüss.